Hallo und herzlich willkommen zurück bei Dead Space. Tja, in der letzten Folge haben wir die Betankung vollständig durchgeführt. Und ja, jetzt müssen wir nur noch die Zentrifuge in Betrieb nehmen. Und naja, irgendwie habe ich so ein Gefühl, als ob hier hinter dieser riesigen Tür etwas auf uns wartet, was lebendig ist. Und naja, wir werden es jetzt einfach mal ansehen. Den Luftkanister kann ich nicht mitnehmen, Inventar ist voll. Eintritt Schwerelosigkeit. Ja, habe ich schon gemerkt. Oh. Okay, hier ist es angenehm hell. Noch. Ah, ich verstehe. Ich glaube, die beiden Teile müssen hier wieder angesteckt werden. Aha, aber ich gucke mich erstmal um. Ich schätze mal, hier kann ich runter. Ah ja. What? Sehr spät gesehen. Was macht Katha? Okay. Setzen sich da sein. Ach so, weil es. Alles klar, weil das Ding sich dreht. Okay. Noch ein Versuch. Angebracht. Er meldet sich jetzt schon wieder. Ich höre hier irgendein Monster. Das sind Credits. Nie verkehrt. Ich suche die ganze Zeit dieses Vieh ab, aber. Ah. Okay. Zu hören, aber nicht zu sehen. Wahrscheinlich bin ich zu weit weg. Vielleicht kann ich hier runter. Das wird auch noch besser erledigen. Wow. Sie werden erstmal diesen Generator noch anschließen. Generatormodul angebracht. Zentrifugenantrieb wiederhergestellt. Wow. Er hat diesmal nichts fallen gelassen.
Okay. Zu nichts zu gebrauchen. Ist mein Luftvorrat etwa fast aufgebraucht? Ich sehe nur, dass der rot blinkt. Oder ist das was anderes? Ich weiß es nicht. Na egal. Sauerstoffstation. Scheint außer Betrieb zu sein. Oder ich bin voll. Könnte das diese Stase-Dingsbums sein, was bei mir da rot leuchtet? Ja, das war's auch. Gut. Ich höre ständig irgendwas fauchen. So, hier war ich. Alles klar. Okay, am besten wäre es aber jetzt. Vor allem, wenn wir das mal hier zu mir holen. Also irgendwie stehe ich gerade auf dem Schlauch. Hier, bitte Konsole aktivieren. Ja, die macht mir Spaß. Die darf mir nicht an. Ja, auch wieder die... Leute. Geht doch. Da will ich bloß hin. Mensch. Zentrifuge. Zentrifuge aktiviert. Gravitationsausgleich für die Planetara-Fracht wieder aufgebaut. Gravitation wiederhergestellt. Eintritt ins Vakuum. Ins Vakuum? Hier macht mir Spaß. Jetzt darf ich mir überlegen, wie ich wieder hier rauskomme. Wo ich hier ersticke. Sehr gut, Isaac. Die Zentrifuge und der Gyroantrieb sind beide stabil bei 100%. Aber ich nicht. Auf den Antrieb, keine Ahnung, wie viel Scheiße. Zeit wir noch haben. Okay, nicht aufgepasst. Whoops. Okay, merken, möglichst nicht so nah an das rotierende Ding rangehen. Zentrifuge aktiviert. Gravitationsausgleich wird mit planetarer Fracht wieder aufgebaut. Gravitation wiederhergestellt. Eintritt ins Vakuum. So, ab nach unten. Sehr gut, Isaac. Die Zentrifuge und der Gyroantrieb sind beide stabil bei 100%. Verschwinden Sie da und konzentrieren Sie sich auf den Antrieb. Keine Ahnung, wie viel Zeit wir noch haben. Okay, da kommt das Ding. Ui. Wieso kannst du nicht rennen, Isaac? Renn gefälligst. Okay.
hat er einfach aufgehört zu rennen. Mensch. Was soll das? Ja, das hätten wir ja jetzt schon ein paar Mal. Zentrifuge aktiviert. Gravitationsausgleich wird mit planetarer Fracht wieder aufgebaut. Gravitation wiederhergestellt. Eintritt ins Vakuum. Die Zentrifuge und der Gyroantrieb sind beide stabil bei 100%. Verschwinden Sie da und konzentrieren Sie sich auf den Antrieb. Keine Ahnung, wie viel Zeit wir noch haben. Ja, und ich weiß nicht, wo ich überhaupt am besten lang gehen soll. Wahrscheinlich erstmal hier rein. Ja, oh. Okay, Stasi-Pack konnte ich nicht mitnehmen. Jetzt zur nächsten Station, wo ich rein kann. Okay. Da gab es wieder ein bisschen Sauerstoff. So. Und weiter. Na toll. Ich wollte es erstmal nur hier reinschaffen. Ist mir egal, ob der ein bisschen angreiflich wird. So, so kann man es auch erledigen. Komm schon, komm schon, komm schon. Mir geht die Luft aus. So, jetzt hier rauf und wahrscheinlich aus der Tür raus. Mach's Brett auf. Jetzt zu, verdammt. Ende des Vakuums. Okay, Luftkanister nehmen wir mit. Da liegt Strahlenmunition rum, das ist nie ein gutes Zeichen. Es sei denn, die lag schon da und ich konnte sie nicht aufnehmen. Hm. Irgendwas Großes. Oh, Tentakelmonster, das mich entführen wollte. Okay, da war ein Halbleiter, den wir verkaufen können. Aber die Impulsprojektile. Obwohl, wir könnten vielleicht. Mensch! Wir setzen mal ein kleines Medipack ein, dann können wir das noch mitnehmen. So. Okay. Ah ja, dort hinten links. Wusste ich doch, irgendwas war noch. Oh, jetzt wieder durch diese Horrorkammer. Eingebildet, was zu hören, aber ist egal. Wusste ich doch, da war was. Das Monsterzeug. Ich muss immer mal wieder über die Schulter gucken, weil. So langsam kriege ich von dem Game hier Verfolgungswahn. Okay, hier haben wir den Aufzug. Hier wieder rauf. Isaac, hörst du mich? Ich bin's, Kendra. Sie haben mich angegriffen. Ich rannte um mein Leben. Und Hammond? Er verschwand einfach. Aha. Kendra?
Wo sind Sie? Schön, dass Sie quicklebendig sind, Hammond. Ich habe mich im Serverraum verbarrikadiert. Ich kann hören, wie Sie sich draußen bewegen. Ich glaube, Sie wissen nicht, dass ich hier drin bin. Ich kann mich von hier aus in alles einloggen. Ich habe mich ins Root-Verzeichnis gehackt und einige Berichte aus der Kolonie gefunden. Schon bevor Sie den Planeten angebracht haben, verbreitete sich diese Geistesschwäche unter den Kolonisten. Anscheinend hängt das mit einem Artefakt zusammen, das Sie auf dem Planeten gefunden haben und das Sie Marker nennen. Ich werde mich weiter umsehen. Ich weiß, wo du bist und werde die Tür zum Treibstoffdepot öffnen. Von dort aus kommst du weiter in die Antriebskammer. Okay. Puh, da wären wir wieder. Aber zuerst mal geht's in den Shop. Puh. Also, was haben wir hier? Inventar. Da oben ist der Halbleiter für 3000 Credits. Ja, verkaufen. So. Brennstoff für einen Flammenwerfer. Das hauen wir mal in den Safe. Brennstoff. Impulsprojektile genauso. Die Ripper klingen genauso. Hier. Gut. Safe. Plasma-Energie. Ja, wir laufen langsam. So. Ein bisschen was für einen Plasma-Cutter wieder mit reingepackt. Aber Strahlenmunition geht mir langsam ein bisschen zur Neige. So. Wir haben jetzt 16.000 Credits. Da können wir uns wieder einen Energieknoten kaufen. 6.000 Credits. Na gut, den Rest würde ich sagen, heben wir uns auf. Für später. Wenn ich jetzt wüsste... Ah ja, die war... die nächste Werkbank war wieder da unten. Aber da müsste es jetzt eigentlich sicher sein, dass ich mir jetzt nicht nehme, den Energieknoten einzubauen. Strahlenkanone, oh ja. Der Schaden wird da erhöht. Kapazität auch. Und das Nachladen wird ja, verkürzt. Stasenmodul. Chinesenmodul Reichweite. Das wäre. Nee, nicht unbedingt. Nicht unbedingt. Nehmen wir die Strahlenkanone und machen da. Ja, was? Mehr Schaden oder mehr Kapazität? Ich würde sagen, wir machen mehr Schaden rein. So. Okay. Bei der Kapazität muss man nicht wirklich zuerst anfangen, weil das ändert an der Waffe selbst ja nichts. Man kann dann bloß mehr eine Munition verschießen, bevor man nachladen muss. Das ist sekundär, das braucht man erst später. Auch wenn ich es beim Plasma-Cutter gemacht habe, ja, aber... So. Gut, ich würde sagen... Ach, da sollen wir hin. Ich würde aber trotzdem sagen, für diese Folge reicht's jetzt. Und in der nächsten werden wir ja, zum Treibstoffdepot gehen, wie es uns die Kendra gesagt hat. Und ich will mal hoffen, dass wir da nicht noch mehr Horror vorfinden. Zweifelhaft, ich weiß. Also, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, tata!